Hallo Leute, Streak Sachs. Wir sind in der dritten Woche und ich habe hier mal den Kamin angemacht in unserem Gartenhaus, weil inzwischen wird es richtig frisch. Und nach dem Intro sprechen wir mal so ein bisschen über die Tonleitern. Ja, hallo Leute, wie gesagt, Tonleitern übe ich eigentlich ganz gerne. Da kriegt man so ein bisschen Gefühl für diese Tonabstufungen und einfach, dass die Finger mal so hoch und runter rollen. Und man muss sich dann, oder ich zumindest, konzentriere mich dann nicht ganz so stark auf die Finger, weil das geht irgendwie nachher wie von alleine. Aber entscheidend ist, man kann so ein bisschen für die Tonbildung machen. Man kann versuchen, den Ton so ein bisschen sinken zu lassen. Gerade jetzt, ich habe das tiefe C, habe ich hier, oder das C1 wird es ja auch bezeichnet, hier beim Tenorsaxophon. Und das habe ich ganz neu jetzt dabei. Und das ist schon relativ schwierig für mich im Moment zu spielen. Und ich merke aber, wenn ich das richtig anblase, ich nenne es auch jetzt mal so, dann fängt das in dem Saxophon so ein bisschen an zu schwingen. Und dann ist der Ton in meinen Augen so richtig schön. Klar kann sich das noch besser anhören, aber das ist erstmal ein Anfang. Und deshalb übe ich ganz gerne diese Tonleitern. Ich habe ja jetzt auch hier diese Oktavklappe. Das ist, also ihr habt ja hier den Daumen drauf und wenn ihr dann hier drückt, wird die Oktavklappe gedrückt. Und die ist halt dafür, dass wenn ihr jetzt, ich sag mal, bis zum C gespielt habt, bis zum C2 wäre es ja dann, dann geht es weiter. Ihr drückt die Oktavklappe, macht wieder alle Klappen zu und spielt dann so, als wenn ihr das D1 spielt, aber mit gedrückter Oktavklappe wird es ja so gesehen ein D2. Ja, das zum Thema Tonleitern und Oktavklappe. Jetzt übe ich erstmal noch ein bisschen, aber wie gesagt, da zeige ich nicht so viel von, weil ich bin ja kein richtiger Saxophonist, der es schon kann, sondern ich übe erst. Und bevor ihr euch irgendwas Falsches da abguckt, dann übe ich lieber im stillen Kämmerlein und schalte euch nachher nochmal dazu. Bis gleich! Also das ist so, was ich eben mit diesen Tonleiterübungen meine. Ihr müsst nicht immer strikt irgendwie die Tonleitern hoch und runter spielen, sondern ihr improvisiert so ein bisschen in der Tonleiter und probiert einfach mal aus, wie die Töne so zusammenhängen, wie wenn ihr mal so eine Terz spielt oder also im Grunde einfach mal so ein bisschen rumprobieren. Muss sich ja nicht unbedingt ganz toll anhören, aber ihr lernt einfach mal dann auch die Finger so ein bisschen rollen zu lassen, ohne dass ihr euch großartig auf irgendwelche Noten konzentriert. Wobei, was ein Vorteil ist, wenn ihr jetzt, ich sag mal, ihr malt euch die Tonleitern auf und guckt im Prinzip dann, wenn ihr spielt, immer auf die Note gerade in der Tonleiter, die ihr gerade spielt. Dann lernt ihr einfach so
mal, optisch den Eindruck, dass das diese Note ist. Und dann fällt das viel einfacher nachher, wenn ihr vom Blatt spielen wollt, diese Noten dann auch sofort, ohne groß zu denken, auf eurem Saxophon umzusetzen. Also das sind Sachen, wie ich das ganz gut kann. Das heißt noch lange nicht, dass das irgendwie didaktisch eine tolle Sache ist oder so, aber ich finde das wirklich super praktisch und ich habe das auch früher so gemacht und dadurch habe ich eigentlich dann immer ganz gut mit dem Instrument nach Noten halt spielen können. Ja, mein Problem ist das tiefe C. Ich kriege das einfach nicht auf Anhieb schnell gespielt. Das braucht immer eine Zeit, bis sich dieser Ton bildet. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich vielleicht dann irgendwie anders hier den Mund irgendwie am Mundstück bewegen muss oder so. Da habe ich keine Ahnung. Falls jemand Saxophon spielt schon länger und hat ein paar Tipps für mich, wäre das super, wenn er das einfach mal unten in die Kommentare schreiben würde. Da würde ich mich nämlich mal echt drüber freuen. Vielleicht kennt auch jemand einen Saxophonisten, den er dann mal eben drauf stoßt auf das Video. Und dann wäre es super, wenn er das kommentiert. So, ich habe mal ein bisschen mit dem Blatt rum experimentiert und habe das mal ein bisschen weiter nach hinten gemacht. Da spricht der Ton eigentlich wesentlich schlechter an. Also das ist halt minimal. Man muss wirklich sehen, dass das exakt, das wird man wahrscheinlich hier nicht sehen, das muss dann exakt hier oben abschließen. Und ich habe das ein bisschen weiter in die Richtung gedrückt. Also das scheint nicht so der Bringer zu sein. Aber wie gesagt, das gehört auch zum Üben, dass ihr einfach mal so ein bisschen experimentiert und seht, wie ihr auch vielleicht am besten da zurechtkommt. Es gibt nicht das Allheilmittel wahrscheinlich, nur so kann man Saxophon spielen, sondern da gibt es bestimmt viele, viele Wege und die müsst ihr einfach für euch ausprobieren und dann macht das auch Spaß. Also ich experimentiere gerne mal rum und probiere mal, ich mache den Gurt ein bisschen kürzer, ein bisschen länger und all solche Sachen. Das macht einfach richtig Spaß und für mich gehört das mit zum Üben dazu. Ja, das war's für diese Woche. Nächste Woche zeige ich euch mal so ein paar spezielle Übungen, die ihr im Urlaub machen könnt.